Ja, hallo und willkommen zurück zu Lords of Xulima. Und ich habe jetzt hier mal nachgeguckt, wie diese Hall of Heroes Sache zu lösen ist. Und es ist tatsächlich so, dass einige Beschreibungen halt überhaupt nicht passen. Das hier ist beispielsweise anscheinend ein Krieger. Die Beschreibung, die trifft halt entweder nicht, also entweder trifft das auf. Die Rolle trifft entweder auf die Beschreibung oder auf das Aussehen zu, aber das ist halt gemischt irgendwie. Mit denen hatte ich ja gerätselt, wer von denen jetzt Gold ist und wer Gelb. Aber anscheinend ist es so rum. Dann, haben wir das hier. Der hier ist anscheinend nicht rot. Was war denn das? Hier steht, dass das ein König ist. Aber der ist anscheinend ein Krieger, also gelb. Dann haben wir den, der ist rot, der ist ein König, hat Krone auf. Dann haben wir die da. Die ist. Jetzt komme ich da mit dem Ding durcheinander. Hä? Ich habe hier so nebenher so ein Ding auf, so ein Guide. Das ist yellow und der soll rot sein. Ach, das ist auch eine Krone, was der auf hat. Aber sorry, das macht überhaupt keinen Sinn. Der ist yellow, der ist. Ah, doch, der ist grün. Ne, der ist yellow, der ist grün, der ist rot, der ist gelb. Okay, dann kommen wir in die Mitte. Rot, yellow, green. Okay. Rot, rot, rot. Okay. Green, green, yellow. Der hier soll green sein, okay. Und dann haben wir green, okay. Und dann haben wir yellow, yellow. Habe ich aber doch jetzt. Ist jetzt das Ding auf oder was? Nee. Ja, jetzt habe ich das selbst mit dieser yellow. Ach, der soll yellow sein. Yellow und der Green. Passt aber immer noch nicht. Also der Yellow, der Green. Dann haben wir. Ach ne, der ist Green. Ja, also das hat. Vorne und hinten nicht gepasst. Also von den Beschreibungen, von dem Aussehen, das Rätsel fand ich mal. Wenn das jetzt wenigstens eine logische Sache gewesen wäre, aber da die ich irgendwie übersehen hätte, aber das waren so viele Sachen, die Quatsch waren. Das war mal nix. So, der Weg zum Turm ist frei. Okay. Dann werde ich aber jetzt erstmal speichern gehen und neue Nahrung suchen, bevor ich dann da reingehe. Und dann können wir auch mal rasten. Und dann gehen wir mal auf Nahrungssuche nach Welegarn. Das war nicht schön gemacht.
Ich muss gerade mal noch eine Notizsuche machen. So. Und dann mal hier wieder Kräuter abbauen. Ja, also in Sachen Rätsel ist Xulima leider nicht besonders gut, muss ich sagen. Das gerade war, finde ich, miserabel. Die Idee war gut, aber es hat überhaupt nicht funktioniert. Also die Beschreibungen haben nicht gepasst. Oftmals ist es ja so, wenn man Adventures spielt, und dann irgendwo nicht weiterkommt und dann die Lösung danach sich anguckt, dann denkt man so, ach ja, wieso bin ich da nicht selber drauf gekommen, weil das so offensichtlich ist. Aber hier hat das die Lösung einfach keinen Sinn ergeben. Was halt schon mal schlecht ist. Und die anderen Rätsel, diese Worträtsel von den Kobolden, die sind halt ja auch extrem offensichtlich. Also sie machen, geben eine Beschreibung von einem Gott und du beantwortest halt, wie der Gott heißt. Welcome to my store. Ist dann doch etwas billig. Zwendige Waffe. Brastinium-Faser-Kurzbogen. Ist schlechter. See you soon. Und ansonsten ist ja, glaube ich, an Rätseln auch nicht viel gewesen. Ich erinnere mich jetzt gerade nicht. War ja noch mal ein anderes Rätsel. Ich meine, da wäre noch ein anderes gewesen, aber ich kann mich nicht mehr erinnern, was das war. Oh, diese Schalterrätsel, das sind halt so, naja. Die hätte man auch in Duke Nukem 3D oder so finden können. Ach so, das mit dem Namen und mit den Lichtern, das fand ich ganz gut. Der Name von diesem Totenschädel. Ja, aber das ist dann auch das Einzige. Muss doch hier sein. Da. Den einen auf dem Rückweg. Gaul ist fast 30. Wenn er 30 ist, dann geht die Kräutersammelaktion los. Gespeichert und auf nach Varaskel. Dann hole ich jetzt erst noch die beiden Essenzen ein, die ich hier erstmal in der Landschaft habe liegen lassen. Kostet natürlich jetzt auch extrem viel Nahrung, nochmal dahin zu latschen.
Dann löschen wir die hier wieder. Jo, und wieder. Jo. Drei. Jetzt bin ich sowieso hier, dann kann ich das Ding auch einsammeln, was da ist. Wupp, dann wieder vier. Good day, sir. Kampf haben wir der Initiative, ist aber leider eine Zweihandwaffe. Sonst haben wir ja nichts. Come back soon. Das nehmen wir auch noch mit. Ja, und da haben wir jetzt noch diesen Turm. Turm der Zeit. Wenn der jetzt im Turm der Zeit liegt, das wäre ja auch bescheuert, dann müsste er ja an der Halle der Helden vorbeigekommen sein. Das wäre auch etwas dümmlich vom Logikdesign her. Dann wollen wir mal da rein. Turm der Zeit. Wir sind in der Mitte. Kommt wieder. Willkommen, Schatzsucher. Ich denke, du solltest umkehren. Zu viele Leichen übersäen diese Hallen bereits. Oder bist du etwa unsterblich und wirst die Ewigkeit hier mit mir verbringen? Ich hoffe nicht. Ich möchte nicht so viel Zeit mit einem dämlichen Langweiler wie dir verbringen. Ach, das war das, wo der Typ gesagt hat, dass mit den Teleportern... Super. Dass das abhängig davon ist, in welche Richtung man die betritt. Dann gucke ich jetzt erstmal gerade, wo die Fallen sind. Dann werde ich ja gleich nochmal reinlatschen. Machen wir gerade hier auch mal wieder eine kleine Liste. Falle rechts. Dann zip. Du bist gegen die Wand geprallt. Aha. Da ist auch der Wächter schon. Sehr seltsam. Aber wir wollen ja noch diese Leiche da im Turm finden.
Gut. Wir sind auf jeden Fall im Center. Nennen wir diesen Raum einmal C. Ja, machen wir so. C. Das ist C. Dann, Moment, dann muss ich mir mal gerade hier was basteln nebenher. So eine Tabelle. Wenn wir jetzt von Süden aus da reinlaufen, dann kommen wir nach, sagen wir mal einfach mal, das ist Westen, das ist Osten natürlich. Das ist dann Osten. Also wenn man nach Norden reingeht, dann geht man nach Osten. Das war jetzt so nicht gewollt. Luft entzünden. Weg da. Hier haben wir anscheinend keine Fallen. Nennen wir das jetzt Südosten. Ich weiß aber jetzt nicht, wie rum ich da reingegangen bin. Gehen wir wieder nach Norden rein. Südosten 2. Das ist ja doof. Wieder eine Falle erwischt. Wieso sind die Fallen immer genau da, wo ich dann hinlaufe? Südosten 2. Also Center, Osten, Südosten, Südosten 2. Wenn man dagegen nach Norden geht, fliegt man gegen die Wand. N, Wand. Muss ich jetzt hier mal rasten. Dann gehen wir mal nach Süden. Dazu, dass wir nach Südosten gehen. Das heißt, wir gehen jetzt wieder nach Norden und zurück. Und dann gehen wir mal nach Osten da rein. Kommen wir hier nach O2. Es ist so einfach, das sollte sogar ein Damlock wie du verstehen. Du kommst von rechts und die Pracht des Schatzes wird dich blenden. Betritt ihn von oben und du stolperst in die tödliche Falle. Und von links, ja, mehr Blut. Und weißt du was? Jeder von ihnen ist einzigartig. Hahaha. Kommst von rechts und die Pracht des Schatzes wird dich blenden.
Nennen wir jetzt mal NE2 nach E, ne, nach W, NE2. Energie um ein Punkt. Brauchen mehr Mana. So, dann gehen wir hier auch wieder nach Norden. Gegen die Wand. N-Wand. Dann gehen wir von Norden nach Süden. Süden, damit kommen wir nach Norden, in den Raum. Scheint keine Falle hier. Okay. Der Raum heißt Norden. Gehen wir von hier aus nach Norden. Damit kommen wir nach... Ach, das ist nicht Norden, das ist... Nordosten 1. So. Wenn wir dann nach Norden gehen... Kommen wir wieder dahin. Norden führt nach Nordosten 2. Dann gehen wir nach Süden. Und zack, tot. Das ist Norden gewesen. So, jetzt brauche ich die Markierung eigentlich auch gar nicht hinzufügen. Dann mache ich das nicht auf der Karte, sondern ich mache das irgendwo, wo ich das persistent machen kann. Und zwar in einer Excel-Tabelle. Wie machen wir das am besten vom Aufbau her? Löschen, neue Tabelle, Tabelle einfügen, nach aktueller Name Porter. So, wir haben anscheinend auf jeden Fall haben jeweils einen Raum. Na gut, einen Raumnamen brauche ich ja hier nicht. Es gibt vier Wege jeweils. Ist klar. Also brauche ich im Endeffekt vier Zellen für jede Himmelsrichtung eine. Zack. Und naja, ich sollte die Zellen noch Namen geben. Okay. Dann übertrage ich jetzt erstmal das, was ich da bisher gefunden hatte. So. Die haben wir, nennen wir Center, schreibe ich mir hier auf. Und nach Norden hat mich nach Osten geführt. So. Der Osten. Ach so, und Norden. Da ist auf jeden Fall eine Falle.
F im Süden war die. Bin mir da jetzt nicht. Doch, ich bin da nach Süden getreten und da war eine Falle. Kann sein, dass die woanders auch noch ist. Dann haben wir Nordosten. Nordosten und Nordosten 2. NU2. Dann haben wir U und O2 und Südosten und Südosten 2. Und da war aber auch. Jetzt will der SO2 in ein Datum umwandeln. Ja, Glückwunsch. SO2. Da habe ich nichts geschrieben. Okay, da war Norden Wand. Die brauche ich auf jeden Fall nicht gehen. Dann haben wir Süden. Führt ein nach Südosten. Und wenn man nach Osten hin reingeht. Ich glaube, ich bin aber nicht nach Osten hin reingegangen, sondern nach Westen. Okay, machen wir hier weiter. Nach Westen. Bin ich mir jetzt nicht sicher, ob ich das verplant habe. N war Wand und Süden war Nordosten. Und mit N war wieder Nordosten 2. So, jetzt gehen wir hier wieder nach Norden. Damit kommen wir zurück nach Nordosten. Wenn wir von hier aus nach Süden reinlaufen, kommen wir nach Norden. Wenn wir hier nach Süden reinlaufen, kommen wir nach Nordwesten. Da haben wir auch wieder einen Schädel. Was sagt der denn? Ist ja schwindelig, Freundchen. Hahaha, hast du etwas verloren? Suchst du nach etwas? Man sagt sich, dass eine göttliche Macht in einem der vier Schatzräume versteckt wurde. Aber nicht im blauen, grünen oder gelben, sondern im roten Raum. Rot wie dein Blut, rot mit deinem Blut, wenn du finden solltest, wonach du suchst. Hahaha. Na, danke. Okay, nach Norden. Norden führt nach Norden. Dann gehen wir wieder in den anderen. Schwupp. Dann gehen wir hier auch nach Süden. Damit kommen wir wahrscheinlich noch eins nach links. Süden ist nach NW2. Haben wir eine Falle im Norden. FN. Muss ich gleich nochmal machen. Okay. Und wenn wir da wieder nach Norden gehen, dann kommen wir wieder nach rechts. Ah, genau. Wenn wir nach Süden gehen, geht's gegen die Wand. Okay.
Also nach unten führt. Nach unten führt immer. Portet nach links. Nach oben portet nach rechts. Und wenn wir jetzt hier nach rechts gehen, nach rechts portet nach unten. Und das hier wird wieder nach oben porten. Ja, nach links portet nach oben. Okay, so einfach ist es. Okay, dann haben wir hier Falle im Westen. Westen. Oder Süden. Falle. Okay. Ausgewachsener Ogre, ist ja super. Spiel laden. Nochmal dahin. Das heißt, ich muss mir im Endeffekt nur merken, wo die Fallen sind. Okay, dann gehen wir erstmal wieder nach links. Ne, gehen wir. Ach Scheiße, da wollte ich gar nicht hin. So, ich habe mich verklickt. Rein. Okay. Wir gehen nach rechts und porten uns damit nach unten. Der Raum ist clear. Ob es dann nochmal nach unten geht. Ja. Ist nichts. Es ist immer wieder ein neues Vergnügen, wenn sterbliche Schatzsucher einen Teleporter betreten, der sie direkt gegen eine feste Wand schleudert. Ahaha, der Turm erstreckt sich nicht in die Unendlichkeit, im Gegensatz zu deiner Dummheit. Ahaha. Okay. Okay, das heißt, das hier ist auch clear. Können wir nicht nach unten, aber wir können, wenn wir jetzt nach unten gehen, dann porten wir nach links. Okay. Falle vor Brunnen.
Okay. Unbekannter Effekt. Natürlich. Toxinresistenz. Okay. Dann nach unten. Gehen wir wieder eins weiter nach links. Haben wir überlebt. Falle links. Da werde ich jetzt einmal rasten. Ja, müssen wir halt auch ausprobieren, ob es dann noch weitergeht nach links. Ich denke zwar nicht. Ich denke, da werden wir gegen die Wand porten, genau. Und nach unten geht's tatsächlich. Schatz. Bin reich. Da ist eine Falle drin. Vierzehn. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Was? Okay. Zack. Keine Falle. 20. Zack. Dann müssten wir mal... Doch, porten wir erstmal wieder nach unten. Also nach rechts. Und dann nach links, indem wir nach unten laufen. Der Schwindelfreundchen, es hat es verloren, suchst nach etwas. Man sagt sich, dass eine göttliche Macht in einem der vier Schatzräume versteckt wurde, aber nicht im blauen, grünen oder gelben, sondern im roten Raum, rot wie dein Blut, rot mit deinem Blut, wenn du finden sollst, nach du suchst. Wir wollen jetzt nochmal nach links, müssen wir nochmal nach unten laufen. Der Raum war clear und der ist jetzt auch clear, wie es aussieht. Tempo. Prost. So, jetzt können wir nach Norden porten, indem wir nach links reingehen. Da haben wir auch wieder eine Falle im... Ach, da bin ich sogar schon, genau, Falle Süden. Süden. Jawohl. Da müssen wir jetzt nach rechts, indem wir nach oben gehen. Da haben wir eine Falle oben. Norden. Scheint noch nichts zu sein, aber die entschärfe ich trotzdem.
absolut nichts. Dann porten wir uns weiter nach oben, indem wir nach links gehen. Da ist auch keine Falle gewesen. Sehr schwindelig, Freundchen. Ja, hast du etwas verloren? Suchst noch etwas? Man sagt sich, dass er eine wirkliche Macht. Ja, ja, schon. Jetzt porten wir nach links. Und da war eine Falle oben bei der Kiste. Nehmen wir den hier zuerst. Grapsch. Okay, dann sind wir hier. Hier wird man wahrscheinlich wieder nach oben porten können. Gehen wir nach links gehen. Wir leben noch. Da war auf jeden Fall eine Falle im Norden. Falle nun. Einmal heilen. Zum. Wenn wir jetzt wieder nach links laufen, porten wir wieder nach oben. Okay, haben wir den gelben Schatzraum gefunden. Die sind anscheinend keine Fallen. Fähigkeitspunkt. Glückwunsch. Zwei Lebenspunkte. Das sind zu dem Zeitpunkt eigentlich egal, wer die bekommt. Fast. Naja, ich gebe die mal Fay. Energie um einen Punkt. Fay. Geschick. Korga. So, da sind wir wieder. Da müssen wir jetzt nach oben, indem wir nach links gehen. Da ist im Süden eine Falle gewesen. Im Westen ist eine Falle. Okay. Falle Westen. Okay. Porten wir hier wieder nach Norden. Sieht auch wieder nicht so gesund aus. Moment. Gehen wir mal nach links. Aha. Falle Nordwesten.
super. Okay, dann braucht man nach links, indem wir nach unten laufen. Da ist eine Essenz, sehr schön. Keine Falle. Scheint nicht. Clear. Jawohl. Okay, dann porten wir jetzt nach rechts, indem wir nach oben laufen. Okay. Da haben wir wieder eine Falle im Norden. Zack. Jetzt porten wir nach unten. Ist sauber. Clear. Falle Süden. Okay. Was sagt die Zeit? Oh, geht noch was? Weiter nach unten. Da haben wir jetzt das hier wieder. Wir haben aber immer noch nicht diese Leiche von dem einen Explorer gefunden. Ah, da ist der Explorer wahrscheinlich. Jo. Keine Falle. Vielen Dank, ich dachte, ich würde hier verrotten. Dabei habe ich doch gerade herausgefunden, wie diese Teleporter funktionieren. Sie senden dich immer in eine bestimmte Richtung, je nachdem, von welcher Seite du sie betrittst. Jetzt kann ich diesen Ort nicht verlassen. Ich danke dir. Dann hättest du sie einfach zurückporten können, du Idiot. Wir sind da. Da war der Explorer drin. Und da gehen wir jetzt nach rechts. Und das machen wir, indem wir nach oben laufen. Da ist ja eine Kiste, dann wird wahrscheinlich da auch wieder eine Falle sein. Zu schnell. Zack. Okay, jetzt sollte man nach unten porten, da ist dann wahrscheinlich auch wieder. Genau. Geschick. Korga. Tempo um einen Punkt. Korga. Stärke. Korga. Stärke. Schön. Und zurück. Und den Rest, den werde ich dann beim nächsten Mal machen.
werde jetzt erstmal raus und speichern, bevor ja mir was Schlimmes widerfährt. Ist natürlich nicht optimal, braucht man nochmal Nahrung. Hole ich mich direkt nach Nabros und sammle da die Nahrung ein. Blub, 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 blub. Schwupp. Und Donner. Mampf. Mampf. 4 Nahrung. Und den Rest kann ich auf dem Rückweg zum Teleporter einsammeln. Nach Velegan ist da einmal speichern. Und beim nächsten Mal geht's dann den Rest vom Turm machen. Und dann, na, ich denke noch nicht, dass Golden das schon steigen wird. Oh, hier muss ich noch Krams einsammeln. Das kriegen wir auch gerade noch hin. Flip, flip, flip. Und dann ist es so langsam Zeit, auch den Prinzen umzuhacken und die Wachen da oben zu jäten. Wobei es schon sehr cool wäre, wenn ich bis dahin auch noch die... Ach, die Quest kann ich ja auch noch abgeben, da gibt es ja auch noch mal Erfahrung für... Kann ich dann gleich auch noch machen. Dann müssen wir einmal abgeben. Ach, hätte ich gar nicht machen müssen. Ich habe ja noch Gegenstände, die ich verkaufen kann. Und wir können hier einmal Fähigkeiten verbessern. Until next time. So. Good day, sir. Platinsäbel, Müll, Müll, den Flegel lassen wir mal. Rubin, ne, Elementschutz, das war das. Den brauchen wir auch nicht. Come back soon. Oh. Ja, beim nächsten Mal geht's dann mit dem Turm weiter. Und dann sage ich mal, tschüss und bis dann.